Energy. Hit Music Only. Ein unfassbares Erlebnis. Wir dürfen uns wieder treffen, die 257ers. Jetzt noch zu dritt und ich muss erstmal sagen, Mike, Alter, geiles Outfit heute. Gelbe Kappe und grauer Pullover. Du siehst aber auch geil aus. Danke. geht's euch gut soweit? Ja, top. Das geht super. Wie habt ihr die Anfahrt überstanden nach Berlin? Ja, die war gut, die Fahrt, aber die Zeit dazwischen, zwischen jetzt und der Fahrt war zu wenig. Ihr habt nicht viel gepennt, wa? Nee, wir sind um 4 Uhr im Bett gewesen und mussten wegen der Morningshow eines anderen Senders heute schon wieder um 6.30 Uhr aufstehen. Zweieinhalb Stunden gepennt, abgehen. Heute haben wir auftreten. Oh nein, unfassbar. Aber ihr habt jetzt ein neues Album am Start, Alter. Yo. Mikrokosmos. Yo. Erstmal Glückwunsch dazu. Danke, danke. Läuft nicht schlecht, oder? Mit den Verkäufen. Wisst ihr da schon irgendwas? Man munkelt nur. Man munkelt, ja, das geht ja immer so rauf, runter. Okay. Und es kommt immer drauf an, ob andere Bands dann noch und so. Nee, aber wir wissen noch nichts Genaues, es sieht aber nicht schlecht aus. Okay, das guck mal, ich hab hier so ein Promo-Exemplar bekommen, ja? Also das hier ist das Original, die sehen immer so aus. Jo. Geld sparen. Das sieht ungefähr so aus, ihr müsst sehen, ihr Watermarkt, kein Einsatz vor dem 27.06. Und für dich, Gregor, bitte nicht online stellen. Ja, gab es schon ein paar Freaks, die schon irgendwas reingestellt haben bevor oder alle die ja, easy? Das waren zwei Tage vorher war es online, das Album, aber sonst eigentlich alles easy. Okay, und wer ist auf dieses unfassbar geile Cover gekommen von euch? Der Dave Hengi, das ist ein Künstler. Wir haben gesagt, mach mal was richtig Schönes mit einer Banane und einem Affe und dann hat er das gemacht. Ernsthaft? Hattet ihr die Vorgaben, eine Nein. Banane und einen Affe? Nein. Wir haben gesagt, mach was Witziges und dann war eine Banane. Dabei sagen wir, boah, das ist geil. Und dann haben wir weiter. Aber jetzt mal zu dem Album, ja, Jungs? Ja. Es gibt ja viele Leute, die sagen so, ey, ich muss unbedingt irgendwie nach Hawaii fliegen, um mein Album zu recorden oder zumindest zu schreiben. Wie sieht es bei euch aus? Schließt ihr euch zu Hause ein oder fahrt ihr auch in Urlaub? Und nee, wir haben es gemütlich bei uns. Wir brauchen nirgendwo hinfahren. Erzähl mal, Mike, wir sind jetzt gemütlich eingerichtet. Ja, nicht Hawaii, aber Holthausen. Also wir sind jetzt so zwei Bushaltestellen. Holthausen. Okay. Zwei Bushaltestellen weiter aus Kupferdreh raus, haben wir jetzt ein schönes Häuschen gemietet. Okay. Und da gammeln wir rum. Und warum gemietet? Warum kauft ihr das nicht? Die 257, das können sich das doch leisten. Save money. Also ist okay, ja. Du spielst es schon gut an, ey. Ja. Save money, okay. Und da wohnt ihr nur zu zweit oder was in diesem Häuschen? Wir wohnen da gar nicht. Wir wohnen privat noch anders. So. Da wohnt unser Produzent, der wie nennt man das so? Der Typ, der Nachtwächter gleichzeitig. Der Nachtwächter. Und ihr zahlt seine Miete, dass er da produzieren darf und dafür bezahlt ihr ihn aber nicht. Tatsächlich genauso. Aber der will immer noch mehr Geld haben und so. Warum? Weiß ich nicht, der macht Live-Auftritte mit uns, der will da einfach Geld für haben. Der produziert halt Sachen für uns, der will da Geld für haben und so. Der ist so gierig. Ja. Sagt doch, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ja, so finde ich aber auch. Und bei ihm halt sofort. Ja, ja. Okay, also habt ihr euch da sozusagen in diesem Hausding eingesperrt, habt gesagt, okay, wir ballern jetzt hier 16 Tracks, glaube ich, sind es oder so. Ja, 15 Tracks aufs Album. Und wie stellt man sich das vor? Also seid ihr bei Tracks auch nüchtern oder gehört da immer so ein Level dazu? Ey, wir sind Pegelkiffer. Okay, heißt? Also, ja, das gleiche wie Pegeltrinker. Nur mit Kiffen. Okay, also ihr müsst immer einen gewissen Pegel haben. Ja, du bist aber nicht mehr dicht, das ist auch wieder blöd, weißt du. Aber sonst sind wir jetzt nicht so, wir scheppern uns nicht den ganzen Tag mit Drogen. Okay, das kann ich mir vorstellen, aber so komplett nüchtern. Könntet ihr dann einen geilen Track schreiben oder nicht? Komplett nüchtern, ne, ich bin schlecht gelaunt, wenn ich nicht geraucht habe, so, aber sonst, ja, ging klar, natürlich, auf jeden Fall, aber wäre schon, würde ich nicht machen. Doch, es gibt aber auch welche, ich weiß nur nicht genau welche, aber es gibt bestimmt welche. Die ihr gemacht habt, ohne drauf, also ohne diesen Pegel zu haben? Ja, aber zur Überbrückung, weil gerade keiner konnte oder so. einfach Mucke machen, bis wieder was klar geht, so. So gut, ey. Und ey, also mein persönlicher Lieblingshit auf dem Album ist Diggi Diggi. Weil der Beat einfach auch fresh ist. So. Ja, normal. Aber ihr rappt auch geil drauf. Wie sieht es bei euch aus? Welchen Track feiert ihr am meisten? Ich finde Holz am geilsten. Holz ist auch nice. Ja, wir haben ja jetzt gerade die Vorab-Gigs gespielt und so und da hat sich schon rauskristallisiert, dass man bei Holz eigentlich gar nichts mehr machen muss auf der Bühne. Das übernehmen die Fans. Okay. Also. Ja, voll, der läuft. Das ist ja auch so eure Dings, so eure Stärke vor allem, so Live-Auftritte, ne? Ja, voll. Wie sieht's aus? Nehmt ihr jetzt hier, wir sind jetzt im Anfang Juli, reißt ihr noch ordentlich ab, diesen Festivalsommer, oder wie sieht's da aus? Ja, wir sind auf einigen Festivals auf jeden Fall. Mir fallen jetzt wieder nicht alle ein, so, aber hier so, das Splash reißen wir jetzt erstmal ab. Okay. Da präsentieren wir das erste Mal wir haben eine ganz neue Bühne alles. Deichbrand, Frequency. Chiemsee Summer, Frequency Festival, Chiemsee Summer. Juicy Beats. Juicy Beats, ja, wo drehen wir noch auf. Geil, ey. Und dann im Herbst große Tour.
Unfassbar, also der Rubel rollt, ey. Ja, wollen wir meinen. Aber wir ja alles. Oder ja, kommt das woanders rein? Keine Ahnung, vielleicht ist das auch nur Fassade. Vielleicht erzählen wir nur, dass wir da hinkommen. Ach so, ihr habt eine teure Show. Ja, stimmt, ihr habt ja so irgendwie eine riesen Bühne euch aus dem Baumarkt und so weiter und so, ne? Wir sind ja jetzt immer, ne, wir müssen ja mit Lastwagen ankarren und weiß ich nicht. Das ist was anderes, als wenn da irgendein Rapper XY sich da mit einem Plattenspieler, DJ und einem Mikrofon auf die Bühne stellt, kurz mal abgeht. Ne? Da kommt schon eine ganze Bande von 20 Leuten, Lastwagen und hast du nicht gesehen. Also auch schön mit Tourbus und so? Ja, richtig. Vollprogramm. Ja, beim Splash sind wir mit Wohnmobil, weil wir Hollandfahne hissen wollen. Also wir machen so richtig mit Kunstrasen und das wird schön. Ihr macht richtig Ärger, ey. Aber so, ich sag mal, ihr seid jetzt schon eine ganze Weile am Start. Ich glaube, seit 10 Jahren gibt's euch schon, ne? Jo. Gibt's da irgendwas Jubiläumstechnisches oder seid ihr, nee, Alter, ist Holland, wir machen ein Album und das reicht? Nee, das Jubiläum haben wir ja auch schon verpasst, so, wir schreiben uns ja aufs, mehr oder weniger aufs Logo, so, ne, 257 sind 2005 und wir haben ja schon 2016. Ja, auch blöd, ey. Und dann sind wir ja schon dran vorbei. Jetzt müssen wir warten, bis wir 25, wer hat das nochmal celebrated, die Fanta 4? Ja. Dann machen wir die 17. Die 17 ist eine schöne Zahl. Ja, die 17 finde ich auch gut. Finde ich gut. Ja, 17 ist top, ey. Also, das Jubiläum, 17 Jahre 2007. Man kann vielleicht als Jubiläum sehen, dass wir in unserer Heimat Essen in der größten Halle spielen. Und da, das ist so was wir uns schon immer gewünscht haben. Ist das eins eurer Ziele gewesen? So? Ja, ja, so die Grugerhalle in Essen. Merkt ihr das denn auf der Bühne jetzt? Ihr habt schon ein bisschen, seid ihr ein bisschen aufgetreten, dass es zu zweit dann doch krass anders ist als zu dritt? Ja, ist halt besser, ne? Weil man mehr zu Wort kommt? Nein, weil Keule weg ist. Also, wir sind ja, wie du merkst, wir sind immer noch Freunde. Ja, ich weiß. Ne? Und das ist einfach, der hat halt genervt manchmal. Der hat mir mal Mikrofon vor den Mund gehauen und so. Ehrlich, ja? Ja, also ist schon okay. Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, auch ist das klingt es auch einfach geiler aus dem Grunde. Deswegen sind KIZ Live-Auftritte halt total scheiße, weil die halt zu dritt auf der Bühne sind so. Und weißt du, die schreien immer durcheinander, wenn einer rappt und dann mach ich Stopp, weil der Mike ein Backup machen kann so. Weißt du so? Hip-Hop. Und wenn dann drei Leute oder zwei Leute schreien gleichzeitig, weil man sich nicht einigen kann, wer jetzt die Backups bei welcher Strophe macht, dann klingt das einfach kacke so. Und jetzt können wir uns richtig cool zu zweit abwechseln. Wen sollen die denn rausschmeißen, Alter? Wenn die bei KZ rausschmeißen? Oh, einen Tarek rausschmeißen. Warum? Kann er zu uns kommen, sind wir wieder drei. Weil ich mit Tarek so eigentlich am besten bin, so weißt du, und bei dem habe ich am wenigsten Angst, dass der sauer auf mich ist und mir auf die Fresse haut, so weißt du, so, deswegen, das geht schon. Das ist so gut, Alter. Ja, der kann dann zu uns kommen, top. Ihr habt ja echt einen Top-Lifestyle, also ihr seid gut am Party machen, ihr macht Party-Mucke vom Feinsten, aber jetzt mal ganz ehrlich so, ne, was ist denn so das Spießigste an euch, wenn ihr so an zu Hause denkt, so, keine Ahnung, ich habe jetzt kein krasses Beispiel, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ja, ich bin voll der krasse Alltagsspießer, muss ich echt zugeben. Ehrlich, also, ja? Ja, bei mir muss immer alles so, wie es halt davor auch war und die, keine Ahnung, so. Also abends zumindest, so diese Rituale halt. Ich mache alles immer im gleichen Ablauf mit Zähneputzen und so einem Scheiß. Ehrlich, und, ja? Ja, keine Ahnung, irgendwie schon, ja. Krass, Alter. Und bei dir? Das Spießigste an mir ist auf jeden Fall, dass ich so ein Ordentlichkeitsfreak bin und so überall Kabelkanäle dran mache. Wenn man mir zu Hause am Fernseher kabellose rumhängt, dann kaufe ich einen Kabelkanal und mache das perfekt da drunter. So voll behindert, das Kabel ist so ganz dünn, weißt du, und er macht so einen breiten Kabelkanal. Nein, ich habe einen Kabelkanal, aber da sind dann alle Kabel durch, so weißt du, und wenn dann eins nicht mehr reinpasst, dann einen größeren Kabelkanal holen, austauschen, so weißt du, noch vorher die Wand nochmal schön lackieren, so weißt du, wieder anstreichen an der Stelle, wo ein bisschen abgeblättert ist, immer so, alles muss ordentlich sein, Fernbedienung gerade legen. Aber das Schlimme ist, der vergisst sich den Arsch abzuwischen, weißt du, so einer ist. Der sagt, der vergisst sich aber den Arsch abzuwischen, weißt du, so einer ist der. Ich dachte, ihr macht das immer im Sitzen und macht alle fertig, die das im Stehen machen. Ja, wenn, so, dann ich bin macht so voll das dumm Sitz. Ordentlich. Ich putz auch nicht, aber ich räume immer auf, so weißt du. Okay. Scheiß auf, ist voll dreckig, Flecken auf dem Boden, so, ja, dann den Fleck irgendwie wegmachen, den einen sichtbaren, aber alles ordentlich machen, so. Ordentlich machen, super. Ordentlich, aber auch so voll bekloppte Scheiße im Studio auch, Alter. Überall liegen Sachen rum und schniesen, räumt die einfach so ganz ordentlich in eine Ecke. Die Ecke sieht danach aus wie Scheiße, aber ordentlich. Also du hast halt den Müll halt gestapelt und schön hingestellt. Exakt. Ach, geil, Alter. Geil, Digga, du darfst auf keinen Fall zu mir nach Hause kommen. Ey, da hängt überall Kabel und richtiger alles. Richtiger Monk, Alter. Du hast dann auch so Fetzereien, wenn einer das nicht einhält oder so. Sagt, ey, Digga, Alter,
Ich muss jetzt Zähne putzen. Nein, ich muss das jetzt aufräumen und das kollidiert dann. Du darfst nicht vergessen, dass wir beides immer noch All-Day-Hardcore-Kiffer sind, so weißt du. Uns ist auch verdammt viel einfach scheißegal. Ja, das Ding ist so, ich möchte die Abläufe einhalten, aber ich weiß halt gar nicht, ob die jetzt so waren. Das ist so ein Zwiespalt, so, weißt du. Hab ich jetzt mach mich auch selbst traurig damit. Ja, bei mir ist auch, ich räume das ganze Studio auf, gehe hoch, kiff mir ein, komm runter und sag, Alter, ist voll ordentlich hier, Alter. Korrekt. Und feier das voll, das ist voll ordentlich. Alter, schon wieder, ist immer ordentlich. Richtig gut, ey. Wenn ihr jetzt nicht rappen würdet, ne? Würdest du dann im Baumarkt arbeiten oder beim Mediamarkt und du was anderes machen? Was wäre dann mit euch? Ich befürchte genau andersrum, weil ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt. Okay. Und er ist Verfahrensmechaniker, also er ist so der Handwerks-Johnny. Ah, okay. Was müsst ihr da genau machen bei dem Verfahren? Verfahrensmechaniker, wir bauen Navis auseinander. So. Das ist ein Spezialjob, du machst Navis kaputt. Dann verfährst du dich, weißt du? Verstehst du? Verfahrensmechaniker. Oh, der Scheiße. Ich dachte gerade... Ich hab das gerade echt wirklich ernst genommen. Ich dachte, ja, ey, die spezialisieren sich auf Navis und dann kommst du mit deinem Verfahren, Alter. Nein, die basteln Plastik-Scheiße. Verfahren ist mich eigentlich auch für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Wir haben einfach, ich war Plexiglaser halt. Ach so, kann man's, so kann man es auch nennen. Ja, achso. Verfahren eingestellt. Der Richter weiß den Weg nicht mehr, Alter. Das ist, glaube ich, tatsächlich niemals so. Also ich würde nicht mehr für irgendwen arbeiten. Nee, geht nicht. Ja, dann an mir so. Nee, das habe ich jetzt gemacht so. Jetzt habe ich gelernt, wie man das mit Musik, wie man Leute ausbeuten kann. Jetzt möchte ich das auf jeden Fall auch das machen, auf jeden Fall so. Und nicht mehr für irgendwen anders so. Also ich will ja auf jeden Fall auch dann. Also wenn ich jetzt aufhören würde mit Rappen, würde ich, glaube ich, so ein Label gründen und irgendwelche Kinder ausbeuten. Minder intelligenten Gangster-Rapper sein und denen das große Geld versprechen, die voll groß rausbringen und die richtig abrippen. Und die Zahlen ganz klein schreiben im Vertrag. Geil. Ah, geil. Was haltet ihr denn dann, wenn ihr gerade sagt, ihr Rapper sein und so, von so ein paar YouTubern, die auf einmal rappen? Ja, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Ich würde sagen, wenn man gut ist, ja, und kann dann tatsächlich auch rappen, dann mach's halt, weißt du, aber nur weil du jetzt Aufmerksamkeit hast durch deine Schminkvideos, brauchst du auf jeden Fall nicht rappen, so, weißt du, das ist das Ding halt, wenn du ein guter Rapper bist und du hast vorher halt YouTube-Videos gemacht, gar kein Problem, dann rapp dir die Zunge fusselig, aber sonst, und vor allen Dingen das Allerschlimmste ist halt, wenn du dann einfach rappst, um Rapper zu sein und dann so sagst, ja Mann, ich hab Geld und ich mach dies und guck mal mein Hoverboard und so, weißt du, ey, das ist halt so schrecklich, Alter. Was schlimm ist, wenn diese Spastis Rapper finden, die denen eine Plattform bieten, so, dass es auch richtig bin, dann können die sich sogar noch in unserem Rap-Game-Wohnzimmer auch noch auf die Couch setzen, weißt du, und da kommt auch noch ein Rapper hin und sagt, setz dich, nimm dir einen Keks, so, weißt du, das ist richtig. Ja, weil dann riechen die ja meistens so den, also, den Kohle. Keks. Die Kohle kommt ja, die haben ja die Klicks. Ich meine, wie lecker der Keks schmeckt, so mit Schokolade und sowas, weißt du? Nee, das ist nicht cool. Also, dass Rapper dann auch noch sagen, ja, ich biete dir eine Plattform, ey, du rappst nicht tight, aber du hast Klicks bei YouTube. Das, weißt du, ey, das muss nicht sein, glaube ich. Nee. Verstehe, Jungs, Alter. Auf jeden Fall, ey, ich sag mal so, ich wünsche euch definitiv ganz, ganz, ganz viel Glück für das neue Album, Leute. Mikrokosmos. Mikrokosmos, die CD ist sogar rausgefallen. Mykolossus. Mykolossus. Guck mal, da steht 30 drauf, Alter. Mykolossus. Ist das die 30. Pressung, oder? Nee, wir haben, damit das mehr aussieht, eine 30 drauf geschrieben. In Wirklichkeit haben wir 4 CDs verschickt. Die haben wir nur 10, 20, 30 und 40 genannt. Das ist einer von 4 Leuten in ganz Deutschland. Wow, Alter, geil, ist echt nicht schlecht, Alter. Top, da. Ich danke dir vielmals. Wir mussten sofort an dich denken. Als wir das Album fertig hatten, mussten wir sofort an dich denken, Alter. 257, das Mykonos. Fahrt dahin, gönnt euch eine schöne Zeit und kauft Mikrokosmos. Hit Music Only. Energy. Hit Music Only.